Italien in seiner Reinheit. De Rosa, Pininfarina, Elia Viviani vom Team Cofidis. Eine Dreierkombination, die für Erfolg und Klasse einsteht. Genau deswegen nehmen wir das Rad von Elia Viviani mal genauer unter die Lupe. Rosa SK Pininfarina von Viviani repräsentiert zwei Marken bei Made in Italy, die Style und kontinuierliche Forschung zu ihrer Stärke gemacht haben. Und zwar die Rosa als Radhersteller und Pininfarina als Designer. Der Rahmen von Viviani ist perlweiß, verziert mit den blauen Streifen und goldenen Sternen des Europameisters. Die Formen sind sauber, flüssig, aerodynamisch. Man sieht keine Kabel, auch dank des integrierten Vision Metron 5D Cockpits mit 40 cm Lenkerbreite und eines 120 mm langen Vorbaus. Viviani Sport Computer kommt aus dem Hause SRM. Die Rahmengröße beträgt 54 cm und wie könnte es anders sein, ist das Rad mit einer italienischen Schaltgruppe ausgestattet, nämlich mit einer Campagnolo Super Record EPS. Die Kurbellänge beträgt 172,5 mm und es sind Campagnolo Super Record Kurbeln aus Carbon. Die Kettenbänder außen und innen haben 53 bzw. 39 Zähne. Das hintere Ritzelpaket hat eine Abstufung von 11 bis 29 Zähnen. Hoch und runter geschaltet wird mit einem Campagnolo Super Record EPS Schaltwerk. Für den perfekten Halt im Sprint sorgen Look Keo Carbon Blade Pedale. Die Laufräder kommen aus Italien und sind von Fulcrum mit dem Modell Speed 55. In Gold wurde das Namenskürzel von Viviani platziert, kurz und knapp EV. Französisches Team, französischer Touch, mit Reifen von Michelin und dem Modell Power Time Trial in einer Breite von 25 mm. Für einen perfekten Sitz sorgt der SLR Boost von der Firma Selle Italia in weiß und mit den verlaufenden Europameisterfarben. Vivianis Sitzhöhe liegt bei 75 cm und die Sitzlänge beträgt 59 cm mit einer Überhöhung von 11,5 cm. Was sagt die Gewichtsanzeige? 7,85 kg. Nicht super leicht, aber auch nicht gerade ein Schwergewicht. Was haltet ihr von dem De Rosa Rad von Viviani? Europameisterwürdig oder Standard? Stimmt dazu ab in unserer GCN App unter dem Bereich Umfrage. Das war das De Rosa SK Pininfarina von Elia Viviani, dem ehemaligen Europameister aus dem Jahr 2019. Design, Style, Geschichte, Erfolg, Aerodynamik vereint zu einem Made in Italy Renner. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, so würden wir uns über ein Like freuen. Und für weitere coole Probike-Videos abonniert jetzt unseren Channel GCN auf Deutsch.